Dropshipping funktioniert nicht, Dropshipping ist tot, Dropshipping ist ausgelutscht, die Lieferzeiten passen nicht und dieses Businessmodell funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Moin Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem Video und wie du bereits schon am Anfang gehört hast, ist Dropshipping einfach tot. Und in diesem Video möchte ich dir einfach mal verraten, warum du davon profitierst, wenn andere Menschen behaupten, dass Dropshipping nicht funktioniert, dass Dropshipping tot ist und vor allem, dass Dropshipping lange Lieferzeiten hat. Warum denken das die meisten Menschen? Der Grund ist, glaube ich, relativ einfach, denn ich lese wirklich, ich habe ja eine eigene Facebook-Gruppe mit mehr als 1000 Mitgliedern, da lese ich täglich, dass Dropshipping einfach tot ist, dass es nicht mehr so wirklich funktioniert. Wir machen da Umfragen und wirklich viele Leute stimmen ab für die Meinung, dass das Ganze einfach tot ist. Des Weiteren gibt es auf YouTube unzählige Videos, wo andere YouTuber oder andere Leute, die dieses Businessmodell ausprobiert haben, behaupten, dass Dropshipping nicht funktioniert und vor allem, dass es tot ist. Und das finde ich einfach extrem schade, weil das Ganze ist nämlich nicht so. Aber die Frage, die wir uns vielleicht einmal stellen sollten, ist vielleicht, warum schreiben diese Leute das überhaupt? Und der Grund ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein ganz einfacher. Und zwar haben diese Leute vielleicht noch nie so wirklich, dieses Businessmodell richtig ausgetestet und wissen von daher auch überhaupt nicht, was man da rausholen kann oder sind da irgendwie falsch an die Sache rangegangen, haben das dann 2-3 Wochen ausprobiert, haben 100 Euro vielleicht verbrannt, sage ich mal, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger und sagen dann, boom, funktioniert nicht, Dropshipping ist tot, fertig ist. Dann machen sie darüber ein Video, das Video gucken sich 50.000 Menschen an und was machen 95% dieser Menschen, die sich dieses Video anschauen? Erstens, sie bekommen negative Glaubenssätze, dass das Ganze sowieso nicht funktioniert, weil sie der Mehrheit glauben und zweitens, sie werden es niemals ausprobieren. Jetzt müssen wir uns als normale Dropshipper, sage ich mal, die wirklich Erfolg haben und für die, die es noch haben werden und wirklich auch erfolgreich damit werden wollen, sich den Vorteil daraus rausziehen. Weil wenn sich jetzt als Beispiel nur mal 50.000 Leute dieses Video anschauen oder 100 Leute sich einen Facebook-Post durchlesen, wo jemand so etwas behauptet, dann müssen wir uns den Vorteil rausziehen, okay, diese Menschen werden es auch niemals versuchen, bedeutet für uns weniger Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft und somit mehr Revenue, also mehr Umsatz für uns. Das bedeutet im Endeffekt, du profitierst von dieser ganzen Materie, wenn andere Menschen behaupten, das Ganze funktioniert nicht. Ich bekomme ja auch wirklich täglich Nachrichten auf Instagram, YouTube und auch auf Facebook, warum ich dieses Businessmodell überhaupt noch bewerbe, weil es doch sowieso tot ist. Und in diesem Video wollte ich dir jetzt einfach mal sagen, dass es eben nicht so ist. Weil Dropshipping assoziieren die meisten Menschen ja letztendlich immer irgendwie mit dem Versand von China nach Deutschland oder von China in andere Länder. Und das ist ja auch zu 95% der Fälle. Es ist ja letztendlich so, dass man aus China Produkte nach Deutschland importiert. Aber Dropshipping bedeutet ja letztendlich nichts anderes als Streckengeschäft. Und Streckengeschäft kann man natürlich ja auch anders machen. Man kann sich ja zum Beispiel auch einen deutschen Hersteller suchen, man kann sich einen europäischen Hersteller suchen oder einen Lieferanten und dieses ganze Businessmodell von Deutschland aus bewältigen, wie zum Beispiel von der Internetplattform werliefertwas.de. Da gibt es unzählige Hersteller und Lieferanten, die Produkte direkt zu deinen Kunden liefern wollen. Ist natürlich ein Ticken teurer, aber du hast erstens die schnelle Lieferzeit und einen sehr guten Kundenservice, weil das Paket einfach sehr zeitnah da ist. Das Gleiche funktioniert auch mit Europa, wie wir es aktuell machen. Wir importieren die Ware aus Bulgarien, Bosnien, den ganzen östlichen Ländern, sage ich mal, teilweise sogar auch Portugal, da kommen viele Klamotten her und auch viele Uhren, die wir einfach importieren können und somit haben wir erstens keine Zollgebühren, zweitens, wir haben überhaupt keinen Zoll, weil es ja EU und von daher kannst du alles rein und raus schicken, ohne dass die Ware großartig kontrolliert wird und da ist der Warenwert auch relativ egal und von daher wirst du auch immer eine schnelle Versandzeit haben, selbst wenn du von Portugal nach Deutschland schickst, ist das Paket binnen, ja, ich sag mal, mindestens 5 Tagen da. Und meiner Meinung nach ist dieses Businessmodell wirklich die Zukunft. In den nächsten 5, 10, 15 und sogar 20 Jahren wird dieses Businessmodell auf jeden Fall noch extrem eskalieren. Das ist einfach Fakt. Und warum ist das Ganze so? Weil wir einfach als Einzelhändler überhaupt keine Umkosten haben, wie zum Beispiel, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber Amazon FBA. Du hast dort extreme Umkosten
und du brauchst ein gewisses Startkapital, mindestens 10.000 Euro ist so mein Erfahrungswerte, um dort überhaupt einzusteigen, weiß dann aber letztendlich nicht mal, ob das Ganze überhaupt funktioniert. So, und bei unserem Streckengeschäft oder auch Dropshipping genannt, haben wir das komplett anders. Das heißt, wir müssen nicht mal wirklich viel Geld investieren, weil wir müssen diese ganzen Produkte ja nicht einkaufen, sondern wir müssen erstmal nur den Shop aufbauen mit einem Template zum Beispiel, was sehr, sehr, sehr schnell funktioniert und daraufhin dann eher Werbung schalten über Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest oder auch Google, sehr, sehr, sehr effektiv, Google Shopping Anzeigen zum Beispiel. Und daraufhin können wir dann Verkäufe erzielen. Und bei Amazon hat so ein bisschen so das eigene Werbeportal. Ich meine, Amazon übernimmt zwar die Werbung fast ausschließlich selbst, aber dann hast du auch noch die Möglichkeit, auf Amazon PPC zu schalten oder gesponsert bei, wenn man irgendwas eingekommen, ganz oben immer ein Produkt. Das kann man schalten, kostet aber auch wieder alles Geld. Und dann hast du noch die Umkosten bei Amazon, den Versand, die Lagerung und so weiter und so fort. Und das hast du eben beim Streckengeschäft nicht. Das war es auch soweit schon mit diesem Video. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie das Ganze jetzt wirklich funktioniert, wie du dir einen profitablen und vor allem lukrativen Online-Shop aufbaust, damit du binnen der nächsten Monate viel Geld damit verdienen kannst, dann empfehle ich dir mal in die Videobeschreibung zu schauen. Da habe ich einen Link zu einem kostenfreien Strategiegespräch gemeinsam mit mir zu meinem Dropshipping Master Coaching. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, würde ich mich freuen, wenn ich dich persönlich in einem Gespräch kennenlernen würde. Bis dahin, dein Kevin Helfenstein.